Hi! Leute, herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Es geht weiter. Wir haben das nächste Supercard-Rennen vor der Tür und führen aktuell auch noch die Tabelle an. Quasi zweite Liga, in der wir hier fahren. Also von hinten gesehen. Ne? Ich glaube, mit 10 Ligen gibt es insgesamt. Das ist jetzt die 9. Und ja, müssen wir einfach mal schauen. So, teilnehmen. Training. Wir können natürlich mit dem Qualifying anfangen. Und das würde ich sagen, machen wir auch. Ja. Wir nehmen am Qualifying teil. Das Training lassen wir jetzt mal aus. Vereinigtes Königreich. Snetterton. Schauen wir mal, ob wir hier was reisen können. Erstmal wollen wir schauen, ob wir eine ordentliche Qualifikationszeit hier in den Boden kriegen. So. Fahren. Okay. Go, go, go. Go, go, go. So, Pedalerie nochmal einstellen. Schauen wir mal, wie die Strecke ist. Oh, da bin ich schon zu früh rübergefahren, ne? Darf man eigentlich nicht. Oh, hier nach Start und Ziel haben wir eine ultraschnelle Rechtskurve. Und dann eine richtig harte 90 Grad. Durch die man auch querfahren kann, wie man gerade gesehen hat. Bis in sechsten Gang, extrem lange gerade. Zurück in die 4 und dann sogar runter in die 2. Okay. Boah, dann eine ganz schnelle Rechtskurve. Und noch eine ganz schnelle Rechts. Let's build up the speed and get on it. Good luck. Wow, 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 wie fies ist das denn? In der Rechtskurve noch müssen wir in die Eisen gehen und quasi von die 90 Grad links anbremsen. Na Halleluja. Okay, haben wir natürlich die Runde jetzt wahrscheinlich auch versaut. Wir schauen mal, was wir von der Zeit hinkriegen. Bis in die 1 runter. Bis in die 1 runter. Halleluja. Dann wieder richtig raus beschleunigen. Schon wieder über 200. Bis in sechsten Gang sogar. Und sogar wieder runter bis in die 2. Alter Schwede. Schnelle rechts. Vollgas. Vierter Gang. Hier für die 90 Grad links anbremsen. Ja, okay, das habe ich jetzt noch nicht so richtig hingekriegt. Das Dumme ist nur, dass es die letzte Kurve auf die Start- und Zielgerade ist und die unsere Zeit versaut. Oder beziehungsweise damit steht und fällt unsere Zeit. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier was Besseres hinkriegen. Bitte nicht, nicht. Ja, oh, wieder die Zeit verkackt. Gibt's gar nicht. Die Kurve. Kriegen keine Runde hin, ne? Wird schwierig, aktuell Platz 12. Halleluja. Das hätte ich nicht gedacht.
müssen wir aufpassen, wir haben keinen Sprit mehr. Ich müsste noch für eine Runde reichen. Und weil ich jetzt gerade so gut aus der Kurve rausgekommen bin, werde ich jetzt mein Glück versuchen. Sehr vorsichtig gefahren. Sehr, sehr vorsichtig. Eieiei. Komm schon. Muss wirken. Sprint ist alle. Erster! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und? Ja, konnte man halten. Wahnsinn. Da haben wir nochmal eine gute Runde hingelegt. Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht. Weiter zum Sprintrennen, würde ich sagen. Und dann starten wir vom Platz 1. Na Gott sei Dank. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Concentrate on the lights now. Let's get a nice clean getaway and hold that pole. Green, green, green. Sehr gut. Die war richtig gut, die Schikane. Da fahr ich mal zufrieden mit mir. Kurzer Ausflug ins Grüne. Ansonsten hat alles gepasst, glaube ich. Oder eben auch nicht, ne? Wir müssen mal schauen, auf was ich jetzt den Schwierigkeitsgrad habe, dass noch 70% sind. Und wenn das jetzt nämlich noch 70% sind aktuell, dann können wir es vielleicht sogar auf 75% hochnehmen. Es ist halt auch geil, in so einem Maxonomic hier Gamersessen zu sitzen und dann so ein Spiel zu spielen. Das ist halt auch wirklich geil. Weil der gibt einen halt auch noch so ein kleines Feeling dazu, ne? So als freundliches. Als freundliches Feedback. Okay, erster, 15 Punkte würde ich sagen. Sehr gut. Wieha! Motherfucker. Weiter. So, wie sieht's aus in der Gesamtwertung? 75 Punkte. Nice. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Was wollte ich jetzt gucken?
Ach so, den Schwierigkeitsgrad, ja, scheiße. Da ist erstmal wurscht, wir starten von Platz 1 aus und das beim fliegenden Start. Das ist genug. Green, green, green. Okay, doch, wir gleich mal einen abgeben. Fährt er mich rein, die Flixo. Das hat aber mit sehr harten Bandagen hier gekämpft, meine lieben Freunde. So geht's nicht. Da müssen wir nochmal drüber reden in der nächsten Woche. Ja. Da hatte ich Angst, dass noch einer voll mich rein crasht. Boah! So eine Drecksau. Sag man nicht, Entschuldigung. Aber ist ja wirklich so. Alter Schwede. Die sind total gestört hier. Ich kenne nur Geisteskranken auf der Strecke. Halleluja. Wow! Nicht doch! Oh, da haben wir was verloren. Ich glaube, das war jetzt aerodynamisch jetzt nicht das Beste. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade verloren haben. Wir sind 9 dort, das ist ganz bescheiden. Aber wir haben weniger Gewicht, wir sind schneller. Oh Gott, fährt sich etwas unruhig jetzt. Mach doch nicht sowas. Alter Schwede, da geht die Lenkung zornig. Wahnsinn, eine Schlacht. Einfach nur eine Schlacht ist das hier. Arsch hier. So was von. Krass. Die so aggressiv sind teilweise. Ich muss jetzt echt mal noch eine Zeit. Da liegt mein Teil. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das Kart ist auch nicht mehr das Beste. Habe ich keine Worte. Tut mir sehr leid, euch das zeigen zu müssen. Aber es nützt ja nichts. Es ist so unglaublich unruhig. Also im sechsten Gang jetzt bei der Geschwindigkeit war es kaum zu halten. Oh Gott. Ist egal, wir fahren trotzdem Vollgas. Box wird auch nichts, aber die sind weg. Das war's für mich. Okay, we've got a warning from the race director for cutting the track. Need to respect the track limits. Keep it on the island. Schade. Schade, schade. Aber man kann nicht immer nur gewinnen, nur wenn sie ja wenigstens ein bisschen spannend halten. Das ist jetzt hier bei der Geschwindigkeit so unruhig, mit so viel Gegenlenken.
so viel korrigieren. Man merkt's, das ist cool. Ich habe ja vollen Schaden, glaube ich, eingestellt. Okay, das war einfach nur verschallen. Aber macht nichts, ist eh vorbei. Boah Gott. Heftig. Echt heftig. Wahnsinn. Hammerhart. Krank. Naja, einen Pokal haben wir gekriegt. Was? Champion McManus? War's das schon? Haben wir gewonnen? Wuhuhuhu. Ich glaube, das war die Meisterschaft. Ich habe nicht aufgepasst, welches Rennen das war. Oder welche Runde. Oh, Silberauszeichnung für den Sieg bei Supercard UK Nationals verliehen. Nice. Einladungs-E-Mail Silverback. Dark Nitro. Aber wir haben beim Pagani Monster Club Day im Namen Dark Nitro teilzunehmen, okay? Aber wir haben verdammt nochmal keine Einladung bekommen. Was ist das? Caterham Academy, okay. Könnte man Caterham mal fahren. Na gut, aber das können wir ja im nächsten Part ausprobieren, meine lieben Freunde, denn wir sind erstmal wieder durch. Es war anstrengend, die zweite Runde komplett verkackt. Aber nichtsdestotrotz war es cool gewesen, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns, ja, übermorgen wieder, ne? In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss!